Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, ihr habt es gesehen. 1,5 Stunden hat es gedauert. 90 Minuten habe ich an dem Vieh noch rumgetried. Sowas von krank. Und es hat mich halt immer gewone-hitted. Es war scheißegal, welche Rüstung ich hatte. Es war scheißegal, ob ich geblockt hatte in dem Moment, ob ich gerollt bin in dem Moment. Ich musste halt jeglichen Schaden von ihm komplett evaden und sobald ich irgendwie Schaden bekommen habe, war ich tot. Es war krank, einfach nur. Selbst wenn ich hundertprozentig aufgefüllt war, schwarze Goldsaum-Klamotten, die schauen wir uns direkt mal an. Ja, selbst wenn ich hundertprozentig aufgeladen war, war es nicht gesagt, dass ich... Oh, die sind richtig gut, die Sachen. Sind ja richtig gut, die Sachen. Vor allen Dingen gegen Gift. Boah, haben die eine krasse Giftresistenz. Das ist ja total heftig. Ups. Wollte mir das hier nochmal kurz ankauen. Boah, Gift und Blutung. Halt überhaupt keine Balance. Das ist halt ein bisschen kacke. Boah, wie cool dieses Set aussieht. Die sieht aus wie so ein Nazgul. Richtig geil. Wartet mal, ich wechsle mal gerade mein Schwert. Das habe ich nämlich auch für den Kampf geändert, obwohl das eigentlich nichts brachte. Ja, also, ich musste im Prinzip alles evaden. Sobald ich einen Hit bekommen habe, war ich so gut wie tot. In ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, wenn ich denn wirklich 100% Energie hatte, habe ich das Ganze dann überlebt. Aber es war ein einziger Krampf. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich schätze mal, so die 30 Tries werde ich auf jeden Fall benötigt haben. Und schaut mal, da unten, wo die ganze Lava vorher war, das ist jetzt alles erstarrt. Und da sind jetzt riesige Viechers. Und da, wo wir vorher nicht weiterkamen, glaube ich, das war ja da hinten, seht ihr, da, dieser Arm, der dort reingeht, da kann ich jetzt weiterlaufen. Ah, sehr interessant. Aber das werde ich jetzt erstmal nicht tun, denn ich glaube, uns hat das Spiel... Letzte Episode war es ja, glaube ich. Für mich ist das jetzt hier ewig her, weil ich halt 2 Stunden fast an diesem Viech getried habe. Letzte Episode uns, glaube ich, einen Weg gezeigt hat, beziehungsweise uns gesagt hat, dass wir doch bitte hochgehen sollen, zurück in die Untotenburg. Denn wir haben die zweite Glocke geläutet und die hat irgendetwas erweckt. Irgendein Metallriesen oder sowas. Und ich glaube, dass wir vielleicht den jetzt nicht als allernächstes besiegen, aber der ist der einer unserer nächsten Schritte sein wird und dass wir auf jeden Fall in diese Richtung gehen sollen, sprich wieder zurück zum Feuerbandschrein. Wow, das macht so Geräusche, wenn ich rolle. Oder, hä, habe ich mir das gerade eingebildet? Ah, geht mal weg, ihr ekelhaften... Tragen so ekelhafte Eier auf dem Rücken, ne? Und aus den Eiern kommen Maden. Bäh, richtig ekelhaft. Ich werde hier nochmal kurz am Leuchtfeuer rasten und ich kann eigentlich auch direkt aufsteigen, dann sind wir die Seelen los. So, nochmal Wille. Ich ziehe das jetzt durch, bis Level 50 mit Wille, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich weiß es nicht, ob es sinnvoll ist. Und wir gehen jetzt zurück, Leute. Ich werde auf jeden Fall nochmal... euch mitnehmen bis zum Ausgang der Höhle. Und dann werde ich mal überlegen, ob wir uns dort... Ach, seht ihr, das sah so komisch aus. Und dann werden wir uns überlegen, ob wir dort... guck mal, da ist wieder so ein Eiervieh. Und ein Feuer! Nice! Da werde ich dann überlegen, ob ich da kurz einen Cut mache oder... Ich vorbei? Kann ihn gar nicht anvisieren. Sag jetzt nicht, das ist ein NPC. Oh, dear. Es spricht. Are you a new servant? Sag einfach mal ja. But you have no eggs. Ah, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Ich bin ziemlich froh, dass ich keine Eier dabei habe, also danke. Ich soll mit irgendeiner Lady sprechen. Wo ist sie denn?
Ist das die Lady, die Spinnenlady? Hör auf. Ich habe doch gerade eben erst eine getötet. Am Leuchtfeuer rasten? Ach, jetzt sehe ich das erst. Das ist wie die Quelak auch eine Spinnenlady. Oder ist das Quelak? Ein Eid leisten? Nee, den möchte ich nicht. Estus-Flakon verstärken? Oh, ich habe keine Seele. Nee, Eid leisten will ich bei dir bestimmt nicht. Wer bist denn du überhaupt? Ihr redet nicht mit uns. Ist das Quelak? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer die Gute ist. Wo geht's hier lang? Ist auch eine Illusion? Nö. Okay, dann ist sie einfach nur hier. Ich weiß nicht, welchen Sinn sie hat. Man kann einen Eid bei ihr leisten, den ich aber nicht leisten möchte. Denn ich bleibe beim Sonnenlicht. Bei den Rittern des Sonnenlichts, oder wie das heißt. Auch wenn ich im Moment voll aussehe wie so ein krasser Nazgul und überhaupt nicht wie ein ehrenwerter Paladin. Aber wir kommen ja jetzt wieder durch den vergifteten Sumpf und deswegen ist, glaube ich, diese Rüstung hier gar nicht mal so übel. So, hier kommen jetzt wieder diese Eierfuzzis. Ah ne, erstmal, natürlich, erstmal durchqueren wir hier Quelaks Gebiet. Hat Quelak das überlebt oder ist das gar nicht Quelak gewesen? Die sah auf jeden Fall aus wie Quelak. Aber die haben wir doch voll weggeschnetzelt. Wie kann die das überlebt haben? Na, euch lasse ich in Ruhe. Ihr habt mich einmal zu viel getötet. Beziehungsweise eure Maden. Die sind halt viel gefährlicher als diese Eiertypen. Eiertypen können halt gar nichts. Okay, hier waren ja wieder diese ekelhaften Oger, ne? Diese Steinoger. Ich glaube, ich werde jetzt hier unten in diesem Sumpf einfach mal alles abchecken. Ach, schaut mal, die Resistenz ist jetzt viel länger, die Anzeige, wenn ich eine höhere Resistenz habe. So funktioniert das also. Ich dachte, die Leiste steigt dann vielleicht langsamer. Lauf, Forest, lauf! Im Idealfall werde ich natürlich gar nicht erst infiziert. Ansonsten lasse ich mich aber einfach infizieren. Ich will jetzt nicht hier die ganzen Moosklumpen verbrauchen. Ich will jetzt nämlich hier ein bisschen Backtracking betreiben. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich euch da jetzt unbedingt mitnehmen muss. Weil ich jetzt hier nichts Faszinierendes mache. Ich werde jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Da hinten haben wir diesen Fahrstuhl. Den werde ich dann ganz zum Schluss nehmen. Und ansonsten, ja, ich sehe euch. Und ansonsten werde ich jetzt hier nämlich erstmal langlaufen und schauen, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Ja, du bist wieder so... Ja, du bist wieder sehr... sehr weit oben. So kann ich dich gar nicht treffen. Hinten ist wieder so ein Egel. Na, komm mal her. Hilfe. Er spuckt auf mich. Boah, der hat aber gar nichts drauf. Aber hier bei dem Egel bin ich ja schon gewesen. Je nachdem, wie ich gucke, kann ich richtig hell sehen. Seht ihr? Hier, die Gegend kann ich zum Beispiel jetzt richtig hell betrachten. Von da kommen wir. Da sind wir runtergekommen. Und da hinten in dem Gebiet bin ich aber noch überhaupt nicht gewesen. Diesen Baum da. Vielleicht gibt es hier noch... Da, seht ihr? Da hinten ist, sehe ich nämlich schon was. Sehe ich schon ein Item. Und da sieht es auch so aus, als könnte man hier hochlaufen, diesen Baum. Ja. Aua. Eine Egel-Action hier.
komm her. Komm. Woll. So, eben habe ich doch ein Item glänzen sehen in der Ferne. Ist auch was. Ah, es wird langsam ein bisschen unübersichtlich hier. Es sind doch so ein paar mehr Ecken. Hier in dem Sumpf. Oh, wie viele Egel sind denn hier? Wenigstens geben die Seelen. Müssen leider nichts droppen. Kein Gegengift oder irgendwas Nützliches. Oh, was bist du? Okay. Oh! Schnell hier an Land gehen. Giftet werde. Vergiften tun die mich aber nicht. Oh, mich. Vielleicht wenn sie diesen Giftspucker machen. Komm nur. Oh, der eine hat was fallen lassen. Was hast du denn Schönes? Hey, gib mir das. Eine große Scherbe. Oh. Natürlich sehr gut. Und noch eine große Scherbe. Ist ja noch besser. Wird er immer besser hier unten. Große Scherben kann ich nämlich echt gut gebrauchen. Ich habe schon gemerkt, dass meine Rüstung einfach zu schwach wird. Also ich habe jetzt ja alles plus 3 gehabt bei der Elite-Ritter-Rüstung. Und dafür kann ich ja die kleinen Scherben benutzen. Aber man merkt dann doch, dass ich bin zwar im Level gut, aber meine Ausrüstung ist halt sehr schlecht. Und das ist, weil mir wirklich die Scherben fehlen. Was bewacht ihr denn da Schönes? Große Scherbe. Ey, die Dinger, die lassen große Scherben fallen. Ist ja mega nice. Oh, nochmal eine große Scherbe. Oha, Leute, ich glaube, ich bleib noch ein bisschen hier unten in eurer Abwesenheit und werde ein bisschen große Scherben farmen. Denn das ist ja total sick, was hier läuft. Ich glaube nicht, dass man irgendwo besser große Scherben bekommt als hier. Zumindest nicht in... Ja, falls doch, ist es natürlich sehr ärgerlich, aber... Ist jetzt natürlich die Überlegung, ob das wirklich Sinn macht, jetzt große Scherben zu farmen. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es übertrieben. Ah, hat mich vergiftet. Aber wisst ihr was, Leute? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Bin ich halt vergiftet. Jetzt erstmal hier hoch. Ich heile das einfach. Guck mal, das macht überhaupt keinen Schaden. Das hat ja bei der Giftresistenz nicht nur, dass es viel länger dauert, bis ich vergiftet bin. Nein, wenn ich Giftresistenz anhabe, dauert es auch eine halbe Ewigkeit, bis ich mal richtig Schaden bekomme. Das wusste ich noch nicht. Macht natürlich Sinn. Ah, und hier haben wir noch was. Plankenschild. Aber allein für die großen Scherben hat es sich schon gelohnt. Und da unten liegt auch noch was. Ah, es war jetzt ein bisschen... War jetzt vielleicht ein bisschen sehr forsch, hier einfach so reinzuspringen, ohne zu wissen, was da unten lauert. Aber das Gift ist ja wirklich ein Witz. Vor allen Dingen, was cool ist, grüne Scherbe, nice. Vor allen Dingen, was cool ist, ist, dass... Ach, jetzt habe ich ein Estus getrunken, wollte ich gar nicht, wollte sprinten. Dass die Vergiftung sich gar nicht erneuert. Wenn ich jetzt hier einmal vergiftet bin, dann bin ich halt vergiftet und... Eigentlich würde es ja Sinn machen, wenn die Vergiftung dann resetten würde, sobald ich halt wieder neues Gift betrete, aber das ist gar nicht so. Und das macht das Ganze eigentlich relativ wane. Vor allen Dingen, weil hier unten ja auch direkt ein Leuchtfeuer ist, ich hier überhaupt keinen Schaden bekomme. Ich glaube, liebe Leute, ich werde hier ein bisschen Scherben fahren, denn der erste Durchgang hier, der hat mir echt gut gefallen, was die Ausbeute an großen Scherben angeht. Und... Ich werde jetzt hier, ist glaube ich das Leuchtfeuer, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Werde ich resetten die ganzen Egel. Und ich mache jetzt mal eine kleine zweite Runde ohne euch. Und, ach, den brauche ich gar nicht töten.
Und schau mal, ob da wieder so große Scherben bei rauskommen. Dann werde ich hier ein bisschen was farmen. Und dann werden wir diesen Aufzug benutzen und uns nach oben begeben. Und, kann ich noch ein Level abmachen? Ne, 16.000 werden benötigt. Dann werden wir uns nach oben begeben und dann bin ich mal sehr gespannt, wo wir rauskommen. Ich vermute nämlich sehr, sehr schwer einen Shortcut hinter dem Fahrstuhl, wo ich runtergefallen bin vor ein paar Episoden. Und ich hoffe, dass wir dann endlich wieder Tageslicht erblicken. Also, der Abschnitt hier mit den Tiefen und der Schandstadt, der hat mir jetzt echt so wirklich gar nicht gefallen. Also, ja, es war einfach ein bisschen heftig, fand ich, dass hier, ja, ihr wisst, was ich meine, also, es war einfach zu krass. Die ganzen Vergiftungen und so und das Leveldesign war halt richtig eklig und, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Deswegen werde ich jetzt hier unten ein bisschen was rumfarmen, ein paar Egel sammeln und mal schauen, ob der jetzt wieder hier netten Stuff gibt. Vergiftung, da scheiße ich drauf. Ich kann ja eh wieder zum Leuchtfeuer zurück. Ja, überhaupt keinen Schaden. Auch die machen mir gar keinen Schaden mehr, weil das scheinbar Giftschaden ist. So, ich will euch jetzt mit meinem Graber nicht länger nerven. Ich farm jetzt hier noch ein bisschen was und dann sehen wir uns am Aufzug oder so wieder. Bis dahin. So, da sind wir, liebe Leute, auf der Spitze des Gipfels. Ich habe euch ja versprochen, dass wir uns hier wiedersehen werden. Wir sind jetzt hier leicht oberhalb von diesem Rad. Ich bin schon hochgefahren mit dem Fahrstuhl, wie ihr unschwer erkennen könnt. Schaut mal, da ist so ein komischer Feuerhund. Der treibt dieses Rad an. Cool ist das denn? Meint ihr, ich kann den töten oder funktioniert der Fahrstuhl nicht mehr? Das wäre halt mega cool. Ja, ich bin jetzt hier schon hochgelaufen. Und habe hier schon ein bisschen was getötet, weil ich hier oben direkt schwer angegriffen worden bin. Und zwar sind hier jede Menge Giftspucker-Typen gewesen, die mir nach wie vor das Leben zur Hölle machen. Denn auch diese Rüstung ist nicht gegen dieses Toxin, sondern gegen Gift. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gegen eine Sache von beiden nur. Und hier haben wir noch etwas. Die Seele eines Kriegers. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und da unten habe ich auch so ein paar von den Typen weggefetzt. Und ich glaube, hier waren insgesamt vier von diesen Spuckern. Also hier ging ordentlich die Luzi ab. Ich habe mich da auch kurzzeitig infiziert gehabt. So, und da unten die Hunde werde ich, glaube ich, mal mit meinen Blitzspeeren ausschalten. Wenn ich sie denn irgendwie anvisiert bekomme. Das wäre auf jeden Fall super, weil kein Bock, da runter zu springen, wenn da so viele von denen sind. Die sind nämlich gar nicht so ohne. Die sollte man jetzt nicht zu sehr unterschätzen. Wenn die einen nämlich angreifen, und das sind hier einige, wir sehen das hier 1, 2, da ist der dritte. Den hole ich mir auch noch. Fuck. Ja, man sollte ihn auch irgendwie anvisieren, bevor man den Blitzspeer castet. Ja. Silent, du hast es wieder voll drauf. So, der dritte ist tot. Und einer von denen da hinten wäre noch ganz nett, wenn ich den auch noch rausholen würde. Komme ich aber nicht dran. Zumindest nicht von hier. Okay, das heißt, dann werden wir mal den sauren Apfel beißen und darunter gehen. Ich hoffe echt, dass ich jetzt hier langsam rauskomme, meine Leute. Also, ich hoffe echt, dass wir es jetzt langsam geschafft haben hier. So, ich habe euch doch von oben schon gesehen. Ah, da stehen die beiden. Ich habe da rechts auch noch. Ja, da sind auch noch zwei. Super. Mich den mal töten. Den hole ich mir auch. Guck mal. Der hat einen Pfeil. In der Schnauze hat er den Pfeil stecken. Es sah so aus, als würde er mich mit dem Pfeil angreifen. Wie lustig. Kann ich die vielleicht sogar einzeln pullen? Das wäre voll super. Glaube ich aber nicht. Doch. Super. Okay. Das hat ja mega, mega gut geklappt. Hätte ich gar nicht zu glauben vermag, dass das so gut klappt. Super. Und eine... Oh, nice. Eine Feuerhüterseele. Damit können wir wieder unser Estus-Flakon upgraden. Das wird auch langsam echt Zeit. Denn das ist echt richtig schwach geworden, finde ich. Ja, ich hatte eigentlich ehrlich gesagt gehofft, dass ich hier oben... ehrlich gesagt echt gehofft, dass ich hier weiterkomme. Scheiße.
Ist jetzt hier nur diese Feuerhüterseele gewesen und sonst ist hier nichts? Fuck, Alter. Sorry für die Ausdrucksweise, aber ich habe jetzt echt gehofft, dass hier der Ausgang ist. Aus der Schandstadt. Ich weiß sonst echt nicht, wie ich hier rauskomme. Oder ich muss wirklich immer weiter in die Tiefen und dann runter in die Lava. Da ging es ja weiter, nachdem ich den Boss besiegt habe. Aber wieso dann diese Zwischensequenz? Dass ich nach oben soll. Oder das Ganze sagt nur, dass ich nach oben soll, aber ich muss erstmal tiefer runter, um nach oben zu kommen. Aber ich glaube, da bin ich noch nicht gewesen. Da drüben. Bin ich ganz sicher. Weil da geht's hoch. Hier geht's nämlich richtig hoch. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich da schon gewesen bin. Ich springe erstmal hier runter. Hier auf dem Podest haben wir auf jeden Fall alles gesehen. Alter, das war richtig knapp. Guck mal, da ist doch... da ist doch irgendwo so ein Vieh. Da ist doch ein Schatten von so einem Vieh. Aber hier drüben bin ich schon gewesen. Oh, scheiß die Wand an. Scheiße. Scheiße. Toll, jetzt bin ich hier auf diesem Rad. Ich sollte nicht hier sein, Leute. Ich sollte nicht hier sein. Komme ich hier überhaupt wieder runter irgendwie, ohne zu sterben? Ach, scheiße, Mann. Ich habe 11.000 Seelen dabei. 11.000 Seelen ist jetzt auch nicht so viel. Leute, was soll ich jetzt machen? Ich stehe auf dem Rad. Ich glaube, hier sollte man nicht sein. Ich glaube, hier sollte man nicht sein. Ja. Und tschüss. Tot. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Fick, fuck, fuck. Dieses Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Die Schandstadt macht mich fertig, Leute. Ach, Leute, Leute. Ist das hier überhaupt der richtige Weg? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hochgegangen bin. War das hier der Weg? Ja. Das ist der Fahrstuhl. Vielleicht muss ich aber auch gar nicht hier hoch. Vielleicht habe ich hier ja alles gesehen. Egal, wir fahren nochmal hoch. Meine Seelen holen. Guck mal, da unten gammelt wieder so einer rum, der mich darauf wartet, dass ich runterstürze in den Tod und der dann meine Leiche schänden kann. Boah. Da rutscht mir auch jedes Mal das Herz in die Hose, wenn ich da absteige. Ich bin doch hier richtig, oder? Hier bin ich doch eben hochgegangen, oder nicht? Ich bin jetzt gerade selber so ein bisschen verunsichert, ob das der Weg war, den ich genommen habe, oder ob das jetzt hier... Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr, gegen diese Gifttypen zu kämpfen. Okay, da liegt meine Seele. Gut, dann haben wir das wenigstens schon mal. Aber das ist echt eine tricky Shit hier. Mit dem Baum. Ach, gut. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind drüben auf der anderen Seite. Haben wir hier schon alles geholt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja hier schon mal gewesen und dann in den Tod gestürzt. Mal wieder. Hier haben wir eine Kiste gehabt. Die habe ich schon gelootet. Da erinnere ich mich noch so ganz grob dran. Ja. Ihr seid richtige Schweine. Diese Moskitos sind gar nicht so zu unterschätzen. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber die sind so schnell. Und in der Vielzahl, in der sie kommen, machen die echt einen gewaltigen Schaden. Vor allen Dingen, weil die gewaltig staggern. Vor allen Dingen, wenn es so viele sind. Oh, hier bin ich gerade fast runtergefallen. Oh, eine knappe Kiste. Okay, weiter nach oben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier irgendwie so eine Sackgasse. Wundert, dass mich gar keiner beschießt. Ich meine, ich wäre doch hier letztes Mal beschossen worden, oder nicht? Oh, was bist du? Okay. Kommt wieder so ein Moskito. Geht hier eine Leiter hoch. Das wäre super. Das wäre so super, wenn es hier irgendwie weitergehen würde. Geht
Hier ist einfach eine Sackgasse. Es kann auch nicht sein, dass hier nur eine Sackgasse ist. Ich meine, okay, vielleicht waren hier irgendwelche Items, die ich eingesammelt habe. Aber ich muss doch hier irgendwie hochkommen. Ich sehe es doch, ich rieche es doch, dass es hier höher hinausgeht und dass ich hier irgendwie nach Hause komme. Oder muss ich da hinten hoch? Das kann natürlich sein, dass ich da lang hoch muss. Oh Gott, Leute, wenn das so wäre, dann... Das wäre echt scheiße. Sind die Hunde etwa alle tot? Nee, doch, die Hunde leben, aber die Gifttypen sind weg, oder? Hm. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Konstrukt, was ich von da drüben gesehen habe. Nur, dass hier... Ach, meine Stimme. Dass hier keine Leiter ist. So wie ich vermutet hatte. Oh. Leute, ich muss mal gerade ganz kurz nachlesen, ob es hier irgendwie einen Weg raus gibt, beziehungsweise ob das hier der richtige Weg ist. Raus oder ob wir irgendwie ganz falsch sind. Haha, Leute, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Und zwar, glaube ich, bin ich jetzt hier richtig. Ich glaube, hier bin ich noch nicht gewesen. Glaube ich. Ich will es noch nicht zu laut sagen, obwohl ich habe es jetzt eigentlich schon laut gesagt. Aber das kommt mir unbekannt vor. Oh, dieser Moskito macht mich wahnsinnig. Die kann man halt nie treffen. Diese Kackviecher. Die Urne mache ich auch mal kaputt. Sieht so aus. Nein, ist nichts drin. Ich glaube, hier bin ich noch nicht gewesen, oder? Oder doch? Nein, doch. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier bin ich noch nicht gewesen. Ich kletter mal ganz, ganz weit hinauf. Das sieht gut aus. So viele Leitern nach oben bin ich nämlich, glaube ich, nicht gegangen. Das wüsste ich, dass so viele Leiter hintereinander nach oben führen. Oh, hier haben wir noch eine Kiste sogar. Sehr schön. Was ist denn da drin? Neulondo-Ruinenschlüssel. Nett. Neulondo, Moment, das ist doch diese Geisterstadt. Mit den ganzen Geistern. Die Geisterstadt mit den Geistern, ja, Silent. Das ist zwar wieder eine super Aussage. Ah. Ah, haha. Ich glaube, ich weiß sogar, wo wir sind. Vor den Viechern bin ich nämlich schon mal weggerannt. Oh, vor dem muss ich aber jetzt höllisch aufpassen, weil ich hier keine starke Rüstung anhabe. Scheiße, hat er jetzt Verstärkung gerufen? Ich hoffe nicht. Da sind nämlich noch zwei oder drei andere. Wartet mal, dann wechsle ich jetzt hier meine Ausrüstung. Und zwar zurück auf den Elite-Ritterhelm. Und dann wird es echt mal Zeit, wenn wir wieder zurück sind, sich mal auszugucken, ob bei welcher Rüstung ich dann bleiben möchte langfristig. Ob das wirklich die Elite-Ritterrüstung ist. Oder ob ich da mir das nochmal überlege und nochmal nachschaue, was ich sonst noch so alles gefunden habe, Schönes. Denn ich habe ein paar nette Sachen gefunden hier unten. Das muss man ja hier unten der Ruine lassen. Der guten Schandstadt. Was hier gab es echt guten Loot. Gerade was Rüstung und so angeht. Aua, vergiftet auch noch. Oh, vergiftet auch noch. Alter, die hauen da richtig rein hier, die beiden Jungs. Selbst jetzt noch. Und ich glaube, die sollen eigentlich in die andere Richtung sichern. Dass man nicht als Spieler hier reinkommt, wenn man von der anderen Seite kommt. Ich glaube, das Rausgehen sollen die noch nicht mal so schwer machen. Oh, ihr haut ja richtig rein, Jungs. Und ich mache halt wenig Schaden irgendwie. Ich brauche echt, ich muss meine Waffen upgraden. So ist das echt mühselig langsam. Es ist echt mühselig. Ich brauche, ja auch Küchlein, ja. Ich brauche echt Kram zum Upgraden. Ich muss mich da mal, muss mal die ganzen Händler abklappern, ob die vielleicht irgendwelche Scherben oder so verkaufen. Große Scherben. Ich habe ja jetzt ein paar gefunden. Und ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Ich glaube, wir sind nämlich im Tal der Drachen. Was bekomme ich jetzt, Leute, wenn ich recht habe? Hm? Was bekomme ich, wenn ich recht habe? Ich glaube, wir sind jetzt hier im Tal der Drachen. Und ja, im Drachental, genau. Und zwar sind wir hier schon gewesen und haben dort hinten diesen großen untoten Drachen besiegt. Das heißt, wir sind jetzt hier am Feuerbandschrein. Oh, Leute, ich bin so froh.
ich bin so froh. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin. Man sollte die Treppe nicht hochgehen? Ruinen von Neu-Londo. Ja, hier sind diese... Da habe ich ja die Schlüssel jetzt für. Ach nee, wartet mal. Stimmt, ich muss hier lang. Und dann hier hoch. Genau, so war das nämlich. Hier ging es lang. Hier war ja dann der Fahrstuhl erst. Genau. Ja, die Ruinen von Neu-Londo. Gott, was wäre mir jetzt passiert, wenn ich da runtergefallen wäre? Ich bestimmt gestorben, was? Und wer weiß, wo ich dann aufgewacht wäre. Wahrscheinlich irgendwo in der Schandstadt. Oh Gott, da hätte ich wieder den ganzen Weg hochgemusst. Oh, ich bin so froh, dass wir da unten raus sind. Der Hammer. Endlich wieder an unserem geliebten Feuerbandschrein, wo bestimmt jetzt richtig mächtig was los ist, hoffe ich mal. Denn wir haben einige NPCs befreit in der Zwischenzeit. Bin mal gespannt, was die so anzubieten haben an neuen Items. Ach, der Feuerbandschrein, Leute. Es ist einfach, es ist wie nach Hause kommen. Es ist Heimat hier. So, ich werde jetzt hier kurz mein Flakon aufrüsten bei der Guten. Natürlich möchte ich das. Ist das Flakon aufgefüllt? Sehr schön. Kannst du inzwischen sprechen? Nein, kann sie nicht. Hm. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe ein bisschen Überblick verloren, bei wie vielen Minuten wir jetzt im Endeffekt sind, aber ich hoffe, das kommt von der Episodenlänge ungefähr hin. Vielen Dank dafür. In der nächsten Episode machen wir weiter. Dann suchen wir diesen Eisenritter, den wir gesehen haben im Vorspann. Und ich glaube, wir werden uns mal zu André, dem Schmied, aufmachen, denn dort ist die Tür aufgegangen, die wir gesehen haben in der Zwischensequenz. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hier bei Dark Souls. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Silent. Shot.